Herzlich willkommen zu einem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Von einer Exponentialfunktion f kennen wir die folgenden Funktionswerte, und zwar f von 0 ist 12 und f von 4 ist 192. Und wir sollen nun eine Funktionsgleichung der Funktion f angeben. Dazu schreiben wir uns die Funktion f zuerst in allgemeiner Form auf. F von x ist gleich c mal a hoch x, und wir sollen nun also diese beiden Parameter c und a ermitteln. Unsere beiden gegebenen Bedingungen, f an der Stelle 0 ist gleich 12, beziehungsweise f an der Stelle 4 ist gleich 192, können wir nun auch so anschreiben, dass wir sie in die allgemeine Form einsetzen. Das heißt, 12 ist gleich c mal a hoch 0, wenn ich für x und f von x die beiden Werte einsetze. Damit ergibt sich nun relativ schnell der Wert für den Parameter c, denn a hoch 0 ist ja nichts anderes als 1, also folgt daraus c gleich 12. Diesen Wert für c ist gleich 12 können wir nun gleich benutzen, um in der zweiten Gleichung den Parameter a auszurechnen. Ich setze wiederum ein, 192 ist gleich c mal a hoch 4, und setze nun meinen Wert für c bereits in diese Gleichung ein. Also erhalte ich 192 ist gleich 12 mal a hoch 4. Nun muss ich nur noch durch 12 dividieren. 192 durch 12 wäre 16. 16 ist also a hoch 4. Und wie man auch relativ schnell berechnen kann, die vierte Wurzel aus 16 ist nichts anderes als 2. Also gilt für unseren Parameter a, dass er genau 2 ist. Also lautet unsere Gleichung schlussendlich, f von x ist gleich 12 mal 2 hoch x. Damit haben wir dieses Beispiel fertig gelöst.